Mein Name ist Gerhard Roth. Ich war in meinem früheren akademischen Leben Philosoph. Inzwischen bin ich seit 40 Jahren Neurobiologe. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Wie einzigartig ist der Mensch? Und es geht über die lange Evolution der Gehirne und des Geistes. Meine Hauptaussage ist, Geist und Intelligenz sind sehr alt, haben sich 1 Milliarde lang entwickelt. Und die andere wichtige Erkenntnis ist, sie haben sich vielfach entwickelt. Das heißt, Geist und Bewusstsein im engeren Sinne sind vielfach erfunden worden in ganz unterschiedlichen Tiergruppen und mit ganz unterschiedlichen Gehirnen. Der Mensch steht zwar an der Spitze, aber eigentlich ist er nur eine von vielen Alternativen. Und dass wir so intelligent sind, ist nicht verursacht dadurch, dass wir einmalige Dinge haben, die alle anderen nicht haben, sondern wir haben von einigen wichtigen Dingen mehr als alle anderen. Das macht unsere Sonderstellung in gewissem Sinne aus. Aber viele andere Tiere kommen uns relativ nahe und zum Teil, das ist sehr spannend, machen sie Intelligenz und Geist mit ganz anderen Dingen, ganz anderen Mechanismen. Also Geist und Bewusstsein sind vielfach möglich und sind vielfach voneinander erfunden worden.